Willkommen zu einem neuen, zu einem weiteren Video von mir. Es geht mal wieder um deinen Sub. Das wird wahrscheinlich diesen Januar so Hauptthema sein. Und zwar hatte ich mal bei anderen Booktubern vorbeigeschaut, wie die quasi ihren Sub angehen, dass sie den halt abbauen. Und dann habe ich das gefunden, dass man sich so Zettelchen schreibt, wo halt verschiedene Bücher draufstehen, die man halt dann zieht und die man dann in dem Monat zum Beispiel lesen muss. Ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe zwar auch Zettel hingeschrieben, aber ich habe auf dem Zettelchen jetzt kein spezifisches Buch geschrieben, sondern einfach die Sache ein bisschen eingegrenzt. Zum Beispiel, lies ein Buch über 600 Seiten oder lies einen Klassiker. Einfach damit ich vielleicht motiviert werde, auch die Subbücher anzugehen, die jetzt, die mich halt abschrecken. Und ich werde einmal im Monat mal einen Zettel daraus ziehen und hoffentlich die Aufgabe auch bewältigen. Der Januar ist jetzt schon leider halb um, aber ich habe gedacht, ich ziehe jetzt trotzdem für den Januar noch einen Zettel. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht gerade den Zettel ziehe mit diesem ein Buch mit über 700 Seiten. Ich nicht weiß, ob ich das noch schaffe. Ja, aber wenn ich den ziehen würde, würde ich es machen. So viel zu den guten Vorsätzen für dieses Jahr. So. Es sind auch ein paar einfachere Sachen drin, wie lies ein englisches Buch oder lies ein Fantasy-Subleichenbuch oder was weiß ich. Einfach damit ich nicht jeden Monat da irgendwie Stress habe. So. Ich habe einen Zettel. Wenn man vom Teufel spricht. ein Buch über 600 Seiten. Okay, das kann wahrscheinlich jetzt kein Mensch lesen. 600 Seiten. Ja. Also es hätte auch noch einen gegeben mit über 700 Seiten. Ja, da muss ich mal in mich gehen. Aber ich habe erst gerade meine Liste halt erstellt mit den Büchern über 700 Seiten. Und da habe ich auch alle, also ich habe mit über 500 angefangen. Und als mir das einfach zu viel wurde, habe ich das halt bei 700, bei 700 Seiten aufgehört. Ja, also ich hätte da so diverse Bücher, also auch hier, was gar nicht schlecht ist, habe ich ja so einige Bücher, die halt in Frage kämen, zum Beispiel Nevernight. The Diviners. Was haben wir noch? So Way of Shadows, das ist auch so eine Subleiche von mir. Grimm, der erste Band. Von Gesa Schwarz. Ja, die Bücher, die ich jetzt gerade in dem letzten Video mit über 700 Seiten vorgeschlagen habe. Lady Midnight von Cassandra Clare wird darunter fallen. Der goldene Käfig von Victoria Aveyard kann ich da lesen. Tales from the Shadowhunter Academy. Gemina. Das ist irgendwo da oben. Ja, dann von Lucinda Riley habe ich noch Sachen. Der Engelsbaum. Der verborgene Garten von Kate Morton. Was haben wir noch? Die Zwerge von Markus Heitz. Würde auch so unterfallen. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was ich da mal nehmen könnte. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt jetzt zu so dem dicksten der dicken Bücher greifen wollen, weil ich ja das jetzt noch in 2 Wochen lesen muss und ich noch andere Bücher gerade lese. Also ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich vielleicht tatsächlich hier das schöne Buch jetzt lesen soll. Illuminae habe ich vor 2 Jahren gelesen. Ja, ich fand den ersten Mal echt grandios. Ich habe es auf Englisch gelesen damals, weil der ist auf Deutsch ja erst, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Und danach habe ich mir den zweiten Band gekauft, aber ich hatte halt festgestellt, dass der dritte Band noch nicht erschienen ist im Englischen. Und deswegen habe ich mir den quasi aufgehoben. Aber ich glaube, der dritte Band soll tatsächlich dieses Jahr rauskommen. Und das wäre ja echt. Echt nicht schlecht. Außerdem hat das so ein bisschen den Vorteil, das ist ja so eine
spezielle Formatierung. Also das sind ja so Files und solche Chat-Ausschnitte und E-Mails und ne, in diesem Style ist das halt, ist das geschrieben und da gibt es halt auch viele Seiten, wo jetzt nicht so viel Text auf einmal steht. Und ja, es lockt mich sehr. Also tatsächlich würde ich da jetzt zu denen greifen wollen. Ist halt auch ein Sub. Steht auch schon ungefähr mindestens ein Jahr auf meinem Sub. Also ich würde sagen, das war schon recht erfolgreich, mich zu motivieren. Genau. Also ich hoffe, ich werde es schaffen. Also ich werde es in meinem Monatsrückblick sehen, ob ich das Buch gelesen bekommen habe oder nicht. Ich werde auf jeden Fall anfangen. Wenn ich es nicht schaffen sollte, werde ich es halt im nächsten Monat noch beenden und aber trotzdem einen neuen Zettel ziehen. Genau. Das war's von diesem kleinen Video. Ich hoffe, ihr könnt mich da auch mit euren Kommentaren unterstützen, motivieren, das durchzuziehen. Es ist ja noch Januar. Alles ist noch drin. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.